Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo es hingeht. Kommen wir jetzt einfach raus oder was? Können wir jetzt einfach gehen? Das glaube ich nicht. Das wäre auch ein bisschen lahm, oder? Um ehrlich zu sein. Einfach so, ja, hier, ich will nicht helfen, ich gehe jetzt wieder, ne? Tschüss. Das wäre echt bescheuert, muss ich sagen. Naja. Jetzt mach schon, ich bin schon ganz gespannt, diese blöden Ladescreens. Was? Gut, wo sind wir denn jetzt gelandet? Einfach mal am Ausgang. Okay. Habe ich denn noch einen Auftrag? Jetzt sind wir hinter dem Reaktor. Ihr erinnert euch, hier vorne bin ich hier reingekommen. Und jetzt bin ich quasi hier durch oder was? Und hier war ich drinnen. Und jetzt bin ich wieder hier raus. Und wo geht's jetzt lang? Boah. Na gut, das ist was anderes, dieser Auftrag. Den hatten wir ja schon. Strelok finden. Ja, nee. Fleischauge beschaffen. Okay, ich habe keinen Auftrag aktuell. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Wir haben 13 Uhr, aber dafür ist es sehr dunkel hier. Soll ich jetzt mal die andere Munition rein? Ist das wieder so ein Wurmloch, wie beim Wunschgönner? Wie kommen die denn hierher, sag mal? Ähä. Wow. Nein, da kommen Gegner. Och, mach doch noch. Mach doch nicht sowas mit mir. Ja. Ja, ist gut. Okay. Ah, duck dich nicht. Hihihi. Oh. Der hat sich selbst gesprengt. Du Depp. Haut ab. Nein, da ist noch einer. Warum sehe ich den nicht auf meinem Scanner? Oh, das Ding ist echt langsam, Leute. Ich nehme mal lieber wieder meine geliebte Winter. Ich will sie trotzdem untersuchen, was... Oh. Noch mehr Tote. Ja, jetzt weiß ich auch, wo diese ganzen komischen verschmurgelten Toten herkommen, denn der komische Mensch sagte uns... War das ein Mensch? Er sagte uns ja, dass diese Typen hier umgepolt werden und die sind alle nicht sie selbst. Ihr wisst das ja. Wie gesagt, letzte Folge wurde das alles aufgeklärt. Und das ist bei manchen eben... Na gut, jetzt in dem Fall natürlich bei der Hälfte, nicht nur bei manchen. Das ist schon ein bisschen mehr als manche, zum Tode geführt hat. Sag mal, wie viel sind denn da? Da ist noch ein Wurmloch. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es Wurmlöcher sind. Aber... Okay, was webt denn da immer so? Geht hier irgendwie alles zugrunde oder was? Einfach hier so ein Fahrzeug schnappen und wegfahren würde ich. Das würde ich echt tun. Na gut, ich speichere und gehe erstmal in das hier. Oder in das da vorne. Ich gehe erstmal in das da vorne. Da oben ist auch wieder eins. Oh, was ist das, dieser Strahl hier? Seht ihr? Die Elektroemissionen, die in die Luft steigen. Schon sehr interessant hier alles. Aber ich möchte nicht zu lang bleiben. Das ist auch gleichzeitig wieder etwas unheimlich. Soll ich erstmal ein bisschen Brot? Uah. Hat sich echt angehört, als hätte mich jemand eingesaugt. So lecker, lecker, kleiner Stalker. Und... Boah! Yes! Drecksack. Ist ja gut. Ist ja... Oh. Hat der Idiot sich gerade selbst gesprengt? Hör auf zu beben jetzt. Hör auf. Das ist voll die Behinderung. Hä? Der hat sich echt einfach selbst gesprengt. Ich glaube, der war da oben, oder? Oh Mann, wie gemein. Die könnten überall stehen wieder. Oh, ist das fies! Jetzt bin ich irgendwo auf der Außenfassade des Reaktors. Der Anlage. Oh, da ist einer. Schieß, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hahaha. Oh, nicht bluten. Da oben war noch einer. Nicht schon wieder. Was ist das? Das ist so gemein, immer dieses Beben.
In der Zeit kann ich überhaupt nicht wagen zu schießen, weil ich sonst eh nicht treffe. Bist du, du Schwein? Ich gehe jetzt einfach rauf. Schieß bitte. Ah! Okay, ihr Penner. Mannometer. Da warten die schon auf mich. Voll nett seid ihr, ne? Und ich kann nicht schießen währenddessen. Ja? Das ist schon wieder für ein Geräusch. Yes. So. Oh. Oh. Du Arschclown. Das ist so lächerlich mit diesen Typen, ne? Die sitzen da oben und warten halt echt nur, bis ich runter, bis ich raufkomme. Kommt doch mal runter, wie wär's damit, ja? Ihr Feiglinge. Schieß. Yes. Hab ich das Geländer getroffen, oder was? Ah. Von wo? Ich seh's gar nicht, von wo der schießt. Komm, schieß nochmal. Zeig mir, wo du sitzt. Du Sau. Ihr seid dreckige Feiglinge, wisst ihr das? Ihr seid echt nur dreckig. Ich sehe gar nichts. War er das? Oh, nicht schon wieder. Oh, Kinder, jetzt ist aber auch mal hier Feierabend. Da war er schon wieder. Komm raus. Ja, ich weiß, ihr seht wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Einfach nur braunen Matsch, aber... Das muss reichen, Leute. Das muss reichen. Shit. Eben habe ich gesehen, wie er da vorne stand. Wo bist du? Da. Und? Ah. Lauf halt weg, du Sau. Ohne Späßchen. Jetzt habe ich ihn aber. Ey. Nein, nicht jetzt. Wolltest du eine Granate schmeißen, hä? Ist der gedacht? Kumpel. Die sind so lächerlich, diese Typen. Vorne steht auch noch einer irgendwo. Ja, es ist echt... Bar ist das. Einfach nur bar. Ja, die packen. Wo bist du? Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ich stelle mal auf Autoschuss. Und, ja... Speichern. Drückt mir die Daumen, Leute, dass ich nicht da wieder zwei sitzen, die mich abballern. Okay. Höhere Position ist schon mal ein fetter, fetter, fetter Bonus, könnt ihr mir glauben. Na toll, die Knarren hatten die. Ihr seid ja Helden. Oh. Also bei sowas hier kann ich mich direkt zurückziehen, ne? So, erstmal alle Waffen nachladen. Die ist schon... Die ist eigentlich nur für den Nahkampf zu gebrauchen. Hoppala. So. Du bist auch... Ihr seid tot. Hahaha, ihr Schweine. So, alles meins. Gib her, gib her. So. Und da unten Wahnsinn, ne? Mach die Strahlung, die ist okay. Moin, bin die Strahlung, mir geht's gut. Ich hätte halt die ganze Zeit da rum... Meckern da unten, den Typ. Ja, toll. Hätte ich einfach... Wow. Wow. Hätte ich einfach nur über die Rohre laufen können, dann hätte ich es hier geschafft. Aber nein. Kann ich ja nicht. Oh
Okay, komm. Schnell runter, bevor der wieder kommt, der Affe. Vorsicht. Können die eigentlich Leitern steigen? Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass die KI Leitern hochkommt. Aufhört zu wackeln jetzt. Ich schieße die jetzt leer, Leute, die irgendwie, weiß nicht. Ist schon ganz nett, das Gauss-Gewehr und der Schaden und so weiter, aber ich bin doch lieber ein bisschen mobiler und schieße öfter. Wenn es geht und nicht immer nur einmal. Haha. Zwei Stück. Oh. Nein. Haha, wer fliegt? Das gesehen? Ich komme leicht verarscht vor, das war eben nur zwei auf der Minimap. Ja, die letzten 10 Schuss, Freunde. Dann ist Feierabend hier. Ah, nicht wackeln. Ah, ich sehe halt nichts. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu zielungenau, aber das ist mir eigentlich egal, weil dann bin ich das Ding umso schneller los. Hahaha. Nee, ich schmeiß die weg. So, fallen lassen. Ich finde die nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie sogar ziemlich kacke. Diese doofe Gauss-Gun. Die hat vielleicht viel Schaden, aber trefft mal damit. Also ich habe so das Gefühl... Na toll. Jetzt finde ich wieder Schuss dafür. Ich habe echt so das Gefühl, die ist nicht so ganz super genau, wie sie da angegeben wurde. Dann lieber hier sowas. Dann habe ich lieber wirklich ein physikalisches Geschoss. Ein Projektil, besser gesagt. Als dass ich da irgendwie nur mit so komischen Blitzen rumballere. Das gefällt mir nicht. Oh, toll. Raketenwerfer. Och, jetzt ist immer gut. Im Reaktor selbst, was diese komische Stimme vom Wunschgönner hier ist, ist das Beben. Irgendwie haben sie immer so einen Nervfaktor drin, kann das sein? Da zischt was. Jetzt kommen auch noch Schlangen. Nee, das wäre der Abschluss. Hätten sie jetzt hier noch Schlangen, dann würde ich gehen. Obwohl ich Schlangen mag, aber... Ich mag ja so ganz viele komische Sachen, nicht wahr? Hi. Wo geht's denn lang? Hier ist wieder Ende. Okay, wenn ich so auf die Uhr schaue, ich weiß halt nicht, wie lange das hier noch geht, aber dann wird es vielleicht doch noch ein Part geben. Also nicht, dass das jetzt schlimm wäre, ich freue mich sogar darüber. Aber ich habe irgendwie gedacht, jetzt ist hier ganz schnell vorbei, ist es aber nicht. Geht's hier runter? Muss ich da runter? Ach, sieh mal, da ist so ein Weg. Wow, der ist aber ganz schön lang. Und ganz schön offen alles. Und da vorne ist wieder so ein Portal. So ein Wurmloch. Ah, nicht. Nicht, dass ich da runterfalle. Ich glaube, das wäre echt mein Ende. Auch wenn der Anzug super polstert und alles. Was ist das immer für ein Zeug hier? Aber es sieht schon beeindruckend aus. Hammer, Hammer, Hammer. Da sind überall Portale. Guckt euch mal an, da sind überall Portale hier. Oh Gott, muss ich jetzt hier überall durch oder was? Da unten sind wieder zwei, da hinten lauter. Oh Mann. Oh Mann. Ja, es wird noch lustig, glaube ich. Es ist noch lang nicht vorbei, so wie ich mir das vorstelle. Vielleicht geht es jetzt nochmal 2 Stunden, weiß man ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh. Haha. Bra. Ja, keine Chance habt ihr, seht ihr mal. Könnte ich jetzt noch sprinten, dann würde ich euch mit dem Messer den Arsch aufreißen. Das klappt ja aber. Nee, ich glaube, mit dem Messer wäre ich hier ganz schnell tot. Aber es geht ja mit diesen Pros, die sich damit brüsten. Bra, ich habe alles mit dem Messer durchgespielt. Resident Evil 1 nur mit Messer und... Ja, Japaner halt, ne? Oder Asiaten generell. Da würde ich gerne mal sehen, wie jemand das hier mit dem Messer durchspielt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, wenn ihr mal so auf Speedrun-Seiten unterwegs seid, Speed Demos Archive, die machen einen YouTube-Channel. Ich meine, ich hätte da noch nie was von Stalker stehen sehen. Könnte jetzt auch eine Täuschung sein, aber... Okay. Also immer wenn es blitzt, kommen diese Idioten oder was? Das ist ja lustig. Boah, boah. Wo denn, wo denn?
Ah, oh, nicht schießen. Dann hast du doch wie gesagt. Oh, stirb doch. Ich muss hier weg. Oh. Ey, das ist jetzt fies. Das ist echt fies hier, Leute. So. Ah, hast du es gesehen? Stardoggy. Oh Gott, wie viel sind das denn? Oh, die schieben ihre Kameraden da durch die Gegend, die Jungs. Ja, komm. Ich mach das nicht, weil es cool aussieht, sondern um auszuweichen. Dieses Sidesteppen. Okay, ich sag mal so, hätte ich jetzt vielleicht doch mein Scharfschützengewehr nicht weggeschmissen oder hätte ich mir ein paar Kugeln aufgehoben, wäre es alles leichter. Was, der lebt noch? Das kann so nicht sein. Ich probiere mal meine geliebte GP. Oh Gott, die hat ja überhaupt keinen Zoom hier. Hör auf zu beben jetzt! Hör auf! Yep. So. Einer nach dem anderen fällt. Darauf verzieht so herrlich, ne? Aber ich glaube, ich habe sie alle. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich's. Du Penner. Voll ins Gesicht, scheinbar. So, da oben ist alles frei, oder? Ja, schön. Jetzt darf ich auch mal wieder quicksaven, ne? Ja, darf ich. Dankeschön. Oh, ist es nicht herrlich. Hm, die lasse ich mal fallen. Da wechsle ich mal auf die Panzerbrechende. Weil es nervt, wenn ich immer zwischendrin merke, ich habe das Magazin nicht voll, wisst ihr? Die werde ich auch mal fallen lassen. Die Panzerbrechende behalte ich. Was? Alles fallen lassen. Wollte ich doch. So. Was habe ich denn noch hier? Elektroschock? Den brauche ich eigentlich nicht mehr, ne? Panzerkappe, Wunden. Aufprall, Verbrennung, Verätzung, Reißer. Hier kommen irgendwie gar keine Mutanten mehr, kann das sein? Ich hatte es bis jetzt nur mit diesen Typen hier zu tun. Also wirklich, nur mit diesen Typen. Keine Snorks, keine Bloodsucker, keine Manipulator, heißen die ja, glaube ich, diese... Wow! Was? Ah! Ah, oh, dieses Piepsen immer, als kriege ich dich einen Tinnitus. Bin ich da jetzt irgendwo von oben in ein Portal reingefallen? Hat mich das so rausteleportiert? Boah, seht mal, hätte ich die jetzt von unten nicht erledigt, wäre ich genau hier reingekommen. Das wäre echt mies geworden, glaube ich. Na gut, ich nehme es doch mal wieder mit. Ich weiß, ich entscheide mich gerne mal um, aber in dem Fall ist es vielleicht auf die großen Entfernungen doch ein bisschen praktischer, oder? Was ich hier weggeballert habe, das finde ich so gut. Ah, kann ich die entladen? Fallen lassen. Habt ihr... Oh, der hat sogar Raketenwerfer. Du Schwein. Du Schwein. Nein, die lasse ich liegen. Eine Superwaffe reicht schon, finde ich. Also das Gauss-Gewehr, das ist das Höchste der Gefühle. Ja, auch wieder Raketen. Ihr seid so feige Säcke, ne? Kommen sie mit der Superwaffenübermacht? Aber vielleicht sind das... Ja, vielleicht haben sie sich auch nicht gar nicht dafür entschieden. Das hieß ja... Diese Ungepolten, ne? Ich denke mal, die gehören dazu. Die wollen vielleicht gar nicht kämpfen. Das Kollektivbewusstsein hat sie einfach nur dazu gezwungen, scheinbar. Was ist ja gut jetzt? Ich lasse die Winter. Ist jetzt so mit meine Lieblingswaffe. Sie hat zwar sehr, sehr wenig Schuss im Magazin, aber gefällt mir außerordentlich gut. Weil sie so mit die höchste Genauigkeit von allen hat. Na gut, halt, außer die Dragonov, dieses SVD, das fand ich echt toll. Ein Schuss tot, wenn man richtig traf, aber naja. Ich muss es ja unbedingt leerballern. Ah. Oh, komm, wenn das Piepsen nicht wäre, ne? Das ist extrem ekelhaft. Warte mal, hier sind auch Tote. Habe ich die schon entledigt? Bin ich denn jetzt? Ja, jetzt bin ich hier drauf. Ich war eben hier unten. Bin von hier nach hier. Bin dann da über die Brücke. Bin dann hier rauf. Bin ich hier rein. Jetzt bin ich hier. Okay. Wir sind verwirrt. Warum auch immer ich so einen großen Umweg machen muss.
wo ich auch immer hin will. Wahrscheinlich dieses Kollektivbewusstsein irgendwie abstellen. Oh Gott, was ist denn hier los? Ah, nee. Oh, ich höre sie schon wieder. Na, gehst du da rauf? Die verdammten Gauss-Heinis. Oh, Rakete. Was? Von wo denn? Seid ihr total bescheuert, ey. Hör mal auf. Lass mich da eh nicht zum Pfeifendeckel. Ich treff dich. Und du bist tot. Da war ich da unten schon. Ja, da war ich schon. Toll. Krieg ich den ganzen Kram nicht mal mehr. Und hier seht man, es knackert die ganze Zeit, dass es radioaktiv verseucht wäre, aber ich bekomme keine Strahlung drauf. Ist wohl nur so ein bisschen Panikmache hier. Für was ist das denn gut? Diese Haken, diese riesigen. Oh, nicht schon wieder beben. Wow. Was? Was? Was war denn das? Warte mal, ich speichere mal. Ich will wissen, was das war. Hä? Irgendwas, ja. Mag nicht, dass ich da drüber laufe. Da ist eh nichts, was sich lohnen würde. Vielleicht ist das wieder so eine Psi-Emission, die mich ganz schön plemplem wieder macht. Oh, ich sehe wieder, dass da Typen sind, ne? Da sind wieder zwei. Und in die renne ich jetzt bestimmt genau rein. Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Match. Ja, ich weiß, das heißt irgend sowas wie verdammt, du hast mich erwischt. Bruder, warum hast du mich getötet? So. Ja, wir sind zwar alles Brüder, weil wir alle Stalker sind, aber ihr seid ein bisschen plemplem. Kenne ich nix. Ich habe keinen Bock von plemplem Fuzzis abgeknallt zu werden. War ich da unten schon? Nee. Lass mich raten, da muss ich bestimmt auch noch lang. Und da hinten... Und dann da vorne vielleicht noch. Da würde ich gerne mal hin. Das ist cool. Okay. Ja, pieps. Oh, schon wieder sowas. Habt ihr das gesehen? Ich bin von oben in ein Portal reingefallen. Das ist eigentlich schon eine coole Idee, aber... Ich fall nicht so gern so tief. Bin jetzt hier gelandet. Der Beton ist aber ganz schön porös geworden. Okay, was auch immer. Seht mal, da ist wieder so ein Fallportal. Ah ja, ich glaube, in so eins bin ich vorhin reingefallen. Guck mal, da oben ist auch wieder. Warte mal, ich kletter einfach mal darauf. Warum soll ich jetzt da den ganzen Weg lang laufen? Oh, nicht, hör auf, hör auf, hör auf. Oh, er läuft ganz schief. Ah, ich warte. Ich warte. So. Nö, 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 nö. Ich bin nicht geisteskrank, dass ich hier, wenn es so shakert, da rumlaufe. Ich glaube, der Sturz, der würde mich nicht töten, aber es wird reichen, dass ich alles nochmal machen darf. Lass mal gut sein. Na, ah, Snork. Ich hab's gewusst. Oder ich hab vermutet, dass nochmal sowas kommt. Ja, okay. Das ist auch mal wieder neu, dass es hier so einen Nachladeruckler gibt. Wahrscheinlich, weil ich den Snork gekillt habe. Oh, guck mal, der hat einen Fuß dabei. Ein Snorkfuß. Ja, ich sag Snork, aber die heißen Schnork. Schnork. Oh, da ist einer. Du Vollidiot, bete halt weiter. Ja, ist nicht nett. Es ist kein Vollidiot, es ist ein manipulierter Idiot. Ein Vollidiot wüsste, was er hier tut. Denn ich bin hier der Vollidiot. Ich würde hier nicht freiwillig hergehen, ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, ja, moin, ich gehe heim. Ich will hier nicht mehr her. Irgendwie sieht es ja schon sehr cool aus, ne? Wow. Saug. Ja, wenn man abwartet und keine Panik kriegt bei denen, sind sie eigentlich gar nicht so wild, diese Schnork. Schnork. Okay, immer wenn ich eine Schnork abballere, kommt hier kurz Laderuckler. Wie ich sagte. Oh. Oh. Sowas ist das. Ich muss hier springen, oder was? Gibt's hier auch noch einen?
Da war ich jetzt auch noch nicht. Wahrscheinlich muss ich dann den ganzen Weg hier laufen. Zack, 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 zack. Oh, komm schon. Aber ich bin schon ein ganzes Stück weiter. Seht mal, da vorne habe ich, glaube ich, angefangen. Ganz da vorne, wo der Bagger steht. Oder der Hubschrauber. Irgendwo war noch ein Bagger. Irgendwo war ein Bagger. Egal. Ja, ich komme voran. Das finde ich doch was Feines. Aber ich will hier nicht in den Tod stürzen. Ich glaube, das kann nämlich passieren, wenn ich den Sprung nicht schaffe. Gut. Aber. Hoppala. Hoppala. Och nö. Nö, 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 nö. Ich glaube, das wäre tödlich geworden. Hätte er jetzt eine Rakete auf mich abgeschossen. Wow! Du Schweinebärmann. Alter Schwede. Ist die Sau hin? Was? Der ist tot? Nö. Wollte gerade sagen, halte ich für ein Gerücht, dass du tot bist. Wetten, ich komme jetzt da unten bald hin, wenn ich jetzt nämlich hier schon mal die Gegner bekämpfen kann. Oh, hör auf zu wackeln. Ich will was sehen hier. Nee, da vorne ist gar kein Portal, also muss ich hier wohl nie hin. Doch, da ist eins. Gut, ich sag ja, es dauert länger, als ich vermutet hätte. In meinen wildesten Fantasien. Oh, ich höre euch. Alter, da vorne. Ernsthaft. Kein Kommentar mehr dazu. Irgendwo. Was ist da? Kann ich da rum? Ah! Ich sehe dich nicht. Und du mich auch nicht mehr. Kann ich da? Muss ich da? Soll ich da? Oh, komm schon. Dieses Beben, es reicht auch mal irgendwann. Das ist voll irritierend und. Ja, okay, ich muss wohl die Leiter hochklettern. Hier. Aber nichts ohne Speichern, weil das ist mir noch ein bisschen heikel hier alles. Uahaha. Nee, ernsthaft, das ist ganz schön kritisch. Einmal runterfallen und tot wahrscheinlich, ne? Ja, toll. Und hier komme ich nicht rauf. Kann ich dich wenigstens untersuchen, Kumpel? Ja. Kann man machen. Ja, und nu? Soll ich jetzt hier runtersteigen? Scheinbar, ne? Bin ich jetzt frei? Au, au, au. Okay. Na gut, ich verliere ein bisschen Lebensenergie. Ach, komm schon. Geh da rauf, du Sau. Okay, also der Boden ist wohl absolut tödlich hier. Sollte man nicht machen. Zack. Oh. Ja, kennen wir schon. So. Energy Drink reingepetzt. Nee, Leute. Nee. Ich sehe, was ich machen muss, ja. Guck mal, seht ihr die? Ja, ihr seht's natürlich. Und da diese. Ne? Ja. Jump and Run oder was? Plattformer. Wollt ihr mich echt verkohlen? Mal ganz ehrlich. Das wollt ihr doch nicht ernsthaft verlangen von mir jetzt. Oh, da hat mich einer gesehen. Ganz kurz. Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier so eine Aktion reiße, oder? Wahrscheinlich gleich, wo es wieder brrrt, rumpelt alles. Oh. Oh. Aber es geht eigentlich. Ist jetzt nicht so schwer. Hoppala. Nicht wackeln, nicht wackeln, nicht wackeln. Komm, schwing zurück. Nein! Nein! Bitte nicht. Ganz ruhig. Gleich fällt das Ding runter, wart's ab. Ich sag's euch. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ist da einer? Naja. Aber gut, Leute. Doch nicht das versprochene Finale bisher. Ich würde mich trotz allem aber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Einen netten Kommentar. Ja, was ihr vielleicht schon davon haltet. Oder wie lang es noch ungefähr gehen wird, das wissen wir ja nicht an dieser Stelle. Und was ihr vielleicht schon mal so sagt, wenn Dings hier kommt, Clear Sky, weil das kommt ja direkt im Anschluss. Ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn es wieder heißt Stalker.